Jawohl. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freistleben, Fachhochschule St. Pölten. Gemeinsam mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich bin ich mitverantwortlich für Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar. Und ich habe hier zwei Inputgeberinnen bei mir und ich bitte mal die Frau Kaufmann, dass sie sich vorstellen, bitte. Hallo, mein Name ist Sarah Kaufmann. Ich bin Logopädin und hauptberuflich Lehrende an der Fachhochschule Campus Wien am Bachelorstudiengang Logopädie. Frau Felgentreu. Mein Name ist Jessica Felgentreu. Ich bin Bildungswissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität in Hagen im Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik bei Frau Professor De Witt und wissenschaftliche Projektmitarbeiterin im Projekt in Digitrain. Wunderbar. Gut, wir fangen mit dem Wordrap wieder an und ich werde einfach immer den Namen dazu sagen, damit Sie wissen, wer was sagen darf. Einfach spontan assoziieren, ein Wort, ein ganz ein mini kurzer Satz ist ein Wordrap. So, Frau Kaufmann, das größte Potenzial des Inverted Classroom Modells, das ist für Sie was? Zeit für die Wissensvertiefung. Zeit für die Wissensvertiefung, sehr schön. Frau Felgenkreu, jemanden, der mit Inverted Classroom beginnen will, dem würden Sie empfehlen? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das fällt mir dazu ein. Frau Kaufmann, eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden, also von Teilnehmenden zu Inverted Classroom, die ist? Dass sie die selbstgesteuerte Zeiteinteilung schätzen. Ah, okay. Genau. Am stärksten merken Sie im Lehren Veränderungen durch Inverted Classroom. Woran, Frau Kaufmann? Dass wir mehr Zeit zum Diskutieren haben und in eine tiefere Diskussion einsteigen können, weil die Studierenden besser vorbereitet sind. Ja. Frau Felgentreu, dass Ihr persönliches ICM-Motto lautet daher wie? Ein Motto. Also an sich bietet der Inverted Classroom, finde ich, einen Gestaltungsrahmen, so einen flexiblen, adaptiven Gestaltungsrahmen. So, und er führt so aus der Passivität in die Aktivität. Das ist... Na, aber dann haben wir doch schon ein Motto. Von der Passivität in die Aktivität. Yeah. Ja, okay. Genau. Frau Kaufmann, bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Frau Felgentreu, auch bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Genauso auch auf den Austausch, auf neue Impulse auch. Und dass Frau Kaufmann und ich, wir werden uns ja alle dort auch dann persönlich nochmal kennenlernen, weil wir da gemeinsam Synergien haben in den Projekten. Ja, freue ich mich. Best Practices. Genau. Spannend bei dieser Konferenz ist, dass es Themenfelder gibt, die jetzt nicht so häufig beim Inverted Classroom Modell thematisiert werden, was in dem Fall Logopädie ist, was mich besonders freut, weil das ja ein Thema ist, das mich persönlich schon ganz lange begleitet. Frau Kaufmann, was wird denn inhaltlich in Ihrem Beitrag, also in Ihrem gemeinsamen Beitrag im Vordergrund stehen? Also die Teilnehmerinnen erleben in diesem Workshop ein Seamless Learning Konzept selbst sozusagen. Und mein Schwerpunkt ist dann nochmal die Umsetzung in der Logopädie zu zeigen und die Umfrageergebnisse bei den Studierenden der letzten zwei Male. Frau Felgentreu, was kann ich mir unter Seamless Learning denn vorstellen? Also Seamless Learning, da können Sie sich drunter vorstellen, in die Richtung also nahtloses Lernen oder auch Lernbrüche zu überwinden, beziehungsweise ja Lernübergänge herzustellen. Ja, und das versuchen wir eben in unserem Bereich, also in dem Projekt auch durch die Mitgestaltung, durch User-Generated Content, was die Lernenden eben selbst auch einbringen können, also auch im Bereich, wir haben ja ein Projekt, was aus zwei Teilprojekten quasi besteht, also einmal mit zur Weiterbildung zur Hygienefachkraft der Krankenpflegerinnen und Pfleger und eben einmal den Bereich Logopädie-Ausbildung.
Und dort ist eben auch wichtig, eine stärkere Theorie-Praxis-Verzahnung reinzubringen, Freiräume zu schaffen und Lernräume zu öffnen. Und das Ganze verbindet sich eben mit dem nahtlosen Lernen, dass wir den Inverted Classroom dadurch erweitern möchten in dem Sinne. Ja. Das wollte ich gerade fragen, Frau Kaufmann, Inverted Classroom Modell erweitern, wie geht es dann konkret, wie läuft es dann ab? Inwiefern? Also die Frau Felgendreuer hat gerade gesagt, so Seamless Learning und als Erweiterung des Inverted Classroom Modells, um welchen Aspekt Erweiterung? Also es geht auch darum, was wird denn in der Präsenz stattfinden? Wie geht man mit der Präsenzzeit um? Das ist ja oft eine große Frage, sozusagen, wenn die Basis Lernaktivitäten nach außen verlagert werden. Was macht man dann, wenn wieder alle da sind? Und wie geht man mit dem, was man gewinnt, nämlich Zeit und Kapazität, auch dann um? Ja, und was machen Sie dann zum Beispiel mit der gewonnenen Zeit? Beim Workshop selbst? Nein, jetzt in Ihrem Unterricht. Im Unterricht. Ja, ja. Also einerseits werden die Lösungsansätze, die zu Hause erarbeitet worden sind, dann noch einmal doppelt verglichen und ein gemeinsamer Lösungsansatz erarbeitet und diskutiert, sodass wir auch noch einmal verschiedene Modelle, wie mit einem Problem umgegangen werden kann, zeigen können und uns darin vertiefen, was die Argumente für das eine oder andere Vorgehen ist. Okay. Womit wir eh schon bei der Frage sind, Frau Felgentreu, was erwartet uns bei dem Workshop, der am zweiten Tag der Konferenz das Programm bereichern wird? Ja, also die Teilnehmenden sollen praktisch oder werden ein Seamless Learning-Szenario erleben. Also sie werden das einmal vorab, also in dem Inverted Classroom-Format eben vorab gemeinsam auch erstmal individuell, aber dann auch eben gemeinsam erarbeiten. Also die einzelnen Dimensionen, was gibt es alles im Bereich nahtloses Lernen, welche Lernübergänge, welche Lernbrüche sind eben vorhanden. Und gleichzeitig sollen sie natürlich auch, also sie werden in dem Workshop auch so ein kleines Speed-Poll, so will ich es mal nennen, also problemorientiertes Lernen, was wir ja in dem Projekt anwenden eben, sollen sie, das ist natürlich in der Kürze des Workshops, ist es dann ein Speed-Poll quasi in Form eines Gruppenpuzzles und in dieser Form erarbeiten die Teilnehmenden eben dann gemeinsam diese Seamless Learning-Dimension und sollen auch das ja transferieren quasi, weil wir stellen ja auch unsere Projekte dann vor, die Frau Kaufmann und ich und die Art und Weise, wie wir es umgesetzt haben, also im Unterrichtsprozess und dass sie da entlang dessen eben dass diese Dimensionen erarbeiten. Logopädie ist ja auch was in der Ausbildung, was sehr hands-on ist und mit Ausprobieren zu tun hat. Wie geht das jetzt mit so einem didaktischen Modell zusammen oder warum ist genau dieses didaktische Modell für den Bereich Logopädie oder auch vielleicht für andere gesundheitsberufliche Ausbildungen wichtig, Frau Kaufmann? Dadurch, dass wir so den Wissenserwerb selbst jetzt, was Störungsbilder betrifft, zum Beispiel eben nach außen verlagern können, haben wir mehr Zeit, differenziert miteinander zu arbeiten, im Erstellen von Therapieplänen, im Beleuchten der individuellen Probleme und auch im Durchführen von Übungen. Okay, also das heißt, es ergibt sich ein vertiefendes Lernen und auch durch das gemeinsame Ausprobieren und Anwenden. Ja. Gut. Dann freuen wir uns schon sehr, sehr auf diesen spannenden Workshop bei der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, eben am zweiten Tag der Konferenz und darf mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ja, herzlichen Dank auch für Ihre Einladung. Danke.